Hey Leute, Kevin hier. Zum heutigen Video möchte ich dir mal zwei verschiedene DeFi Community Projekte vorstellen, die meiner Meinung nach ziemlich cool sind. Und zwar zum einen die DeFi Chain Lotterie und zum anderen der DeFi Chain Shop. Also lass uns auch direkt mit der Lotterie starten. Und das ist meiner Meinung nach eine der coolsten Webseiten, die ich bisher gesehen habe. Also auch sowohl vom Aufbau her als auch vom Design. Gefällt mir richtig gut. Und zwar, wie es der Name schon verrät, hier kannst du bei der Lotterie mitmachen. Das heißt, Tickets entsprechend kaufen und dementsprechend auch was gewinnen. Um Tickets zu kaufen, einfach entsprechend auf Get Your Ticket draufklicken. Da musst du hier kurz zustimmen, dass du das auch wirklich nur von deiner eigenen Wallet machst und jetzt nicht irgendwie von einer Custodial Wallet wie Cake und so weiter. Stimmst du da entsprechend zu. Dann gibst du einfach oben ein, wie viele Tickets du tatsächlich kaufen möchtest. Wie beispielsweise, ich möchte jetzt mal 100 Tickets kaufen und dann berechnet es dir automatisch hier unten, wie viele DFI oder auch DUSD du tatsächlich an die Adresse senden möchtest, um bei der Lotterie entsprechend mitzumachen. Wie du auch siehst, für 100 Tickets braucht man 100 DFI, das heißt ein Ticket ist ein DFI, aber um beispielsweise mit DUSD Tickets zu kaufen, brauchst du nur zwei Drittel von dem entsprechenden Wert. Das heißt, also anders ausgedrückt, mit zwei DUSD bekommst du ganze drei Tickets. Also ist auch ein guter Weg, um so ein bisschen aus diesem DUSD-Gefängnis rauszukommen, indem du sagst, bevor ich jetzt diese Dex-Fee und so weiter zahle, könnte ich ja in der Theorie hier einfach bei dieser Lotterie entsprechend mitmachen. Und dann schickst du das einfach hier an diese Adresse, die angegeben ist. Also kannst du entweder hier kopieren oder einfach kurz mit dem Handy entsprechend abscannen. And that's it. Dann machst du im Prinzip bei dieser Lotterie entsprechend mit. Die nächste Ziehung oder beziehungsweise die allererste Ziehung ist auch am 24. September, das ist ein Samstag um 18 Uhr, also deutsche Zeit. Und da wird auch der Pot ganz zu Beginn mit Abstand wahrscheinlich am größten sein, weil ja die DeFi-Chain-Lotterie noch zusätzlich dieses CFP bekommen hat. Das heißt, der Pot startet schon mit so ungefähr, ich glaube, 20.000 DFI, die drin sind. Und dann kommen entsprechend mehr noch oben drauf. Das siehst du auch hier oben die gesamte Anzahl. Mittlerweile sind wir schon bei, ja, knapp 26.000 DFI, die in Summe da entsprechend gewonnen werden können. Also, das ist schon eine ziemlich ordentliche Menge. Da unten drunter ist auch nochmal alles beschrieben, wie das Ganze funktioniert. Als erster Schritt Tickets kaufen, dann entsprechend warten und dann, wenn tatsächlich die Preise oder beziehungsweise die Ziehung stattfindet, bekommt jeder ganz automatisch seinen Gewinn. Das heißt, du brauchst ja nichts irgendwie manuell prüfen oder sonst was. Es funktioniert alles automatisch. Dann hier drunter ist nochmal eine Besonderheit, da kommen wir gleich noch drauf zu sprechen, was das mit dem Burn zu tun hat, was das mit dem DFI-Fund zu tun hat und so weiter. Und zwar, lass uns hier mal zunächst, ja, genau, auf dieses Schaubild hier gehen. Und zwar, wie du hier sehen kannst, von jedem Ticket, was du kaufst, gehen 2% an den DFI Donation Fund. Das heißt, mit jedem einzelnen Ticket tust du auch den DFI Fund entsprechend unterstützen. Dann derzeit werden 8% davon entsprechend geburnt. Also einerseits das Angebot von DFI oder auch die USD entsprechend gesenkt wird, was natürlich positiv ist für den Preis. 10% gehen an das Marketing, das heißt an das Team dahinter. Das Team besteht aus dem Adrian und Chris, die wahrscheinlich auch beide schon kennen von vorherigen Projekten und so weiter. Die sind in der DeFi Chain Community relativ aktiv. Und mit den 10% sollen sie dann dafür sorgen, dass einfach immer mehr Leute bei dieser Lotterie mitmachen, dass das Ganze größer wird. Gleichzeitig natürlich auch DFI indirekt damit promoten. Und die restlichen 80%, das ist das, was dann tatsächlich die Leute gewinnen können. Das heißt, du kannst im Prinzip mit deinem Ansatz bis zu 80% vom gesamten Pot entsprechend gewinnen, beziehungsweise nicht du alleine, sondern es wird so entsprechend aufgeteilt, dass beispielsweise, wenn du sechs Richtige hast, also es ist wie, glaube ich, beim Lotto in Deutschland, sechs Richtige ist der maximale Preis, wo du 40% vom gesamten Pot bekommst, bei fünf Richtigen werden es 20%, vier Richtigen 10% und so weiter, kannst du hier entsprechend nachschauen. Das heißt, bei sechs Richtigen, das ist, wenn ich mich jetzt nicht verrechnet habe, glaube ich, eine Wahrscheinlichkeit von 1 zu 1 Million, dass du tatsächlich hier diesen großen Pot entsprechend bekommst. Und sollte mal bei einer Ziehung nicht der komplette Pot jetzt irgendwie an die Leute ausgeschüttet werden, dann ist es so, dass der Rest vom Pot dann entsprechend für die nächste Ziehung, also mit übergeht. Das heißt, es wird im Prinzip fast immer, also wirklich, ich würde mal sagen, es ist relativ unwahrscheinlich, dass in einer Ziehung wirklich dann alles komplett weg ist, sodass es wahrscheinlich in der nächsten Ziehung und übernächsten Ziehung immer noch einen ziemlich ordentlichen Pot gibt. Genau, das ist eigentlich schon alles zu dieser Lotterie. Für die ganzen Techies, die nochmal auf Nummer sicher gehen wollen, dass es auch ja kein Betrug ist oder sonst was, haben die es auch so gemacht, dass man im Prinzip die ganzen Gewinner per, ich glaube, man muss irgendwie ein Hash angeben oder frag mich, da steige ich schon wieder aus. Aber die haben es auf jeden Fall so gemacht, dass die ganzen Gewinner, die gezogen werden, dass die automatisch mit einem, also dass alle Gewinner gehasht werden und dann ist es im Prinzip so, dass bei jeder Ziehung ein neuer Hash generiert wird und wenn nur eine einzige, also ich ein Gewinner oder so ausgetauscht werden würde, dann würde das bei der Validierung entsprechend
dementsprechend zeigen, dass es da einen Fehler gibt. Und dementsprechend kann man dann so die gesamte Kette der Gewinner jeder zu jedem Zeitpunkt entsprechend nachvollziehen. Es ist auch so, dass nach der Ziehung dann sämtliche Auszahlungen und so weiter alles automatisch passiert. Das heißt nicht so, dass da eine Person manuell da sitzt und irgendwie die ganzen Transaktionen macht, sondern innerhalb von einem Block gehen dann alle Transaktionen raus. Also wo du auch dann einfach so ein Stück weit siehst, okay, das ist wirklich alles automatisiert, dass der tut jetzt nicht irgendwie jemand im Hintergrund schauen, wer da jetzt gewonnen hat oder irgendwie rumfuschen oder sonst was, sondern das ist alles automatisiert. Und sofern ich das richtig verstanden habe, ist auch geplant, dass, Moment, irgendwo müsste das auch hier auf der Webseite stehen, dass ab dem Zeitpunkt, wo die DeFi Meta-Chain live ist, dass dann die ganze Lotterie im Prinzip komplett dezentral gemacht wird, also dass da gar keine Personen mehr im Hintergrund sind, die in der Theorie da irgendwie was machen könnten, sondern dass es dann zu 100% dezentral ist. Das ziemlich cool ist. Also da bin ich persönlich ziemlich gespannt drauf, auch wie sich das Ganze im Laufe der Zeit entsprechend entwickeln wird. Wie gesagt, falls du da mitmachen möchtest, einfach auf die Webseite gehen. Ich habe dir unten in der Beschreibung verlinkt. Dann hier auf Get Your Ticket draufklicken. Das Ganze den Code entsprechend abscannen. Und mit jedem einzelnen Ticket tust du dann auch den DeFi Donation Plan indirekt unterstützen. Das heißt schon mal ein fettes Danke dafür. Und dann noch das zweite DeFi Chain Projekt, der DeFi Chain Store, was im Prinzip ein Merch Shop ist, wo du T-Shirts kaufen kannst, Hoodies kaufen kannst, Tanktops und sonstige Accessoires mit dem DeFi-Chain-Logo und verschiedenen Designs. Das wurde gemacht vom Josias Bechtel. Das ist auch derjenige, der bei uns beim DFI-Fund entsprechend den Merch und so weiter, da, ich sag mal, den mit Abstand größten Teil gemacht hat, sowohl was die Designs angeht, als auch was das ganze Management und so weiter dahinter angeht. Und da kannst du im Prinzip einfach hier auf die verschiedenen Kategorien draufklicken oder du suchst dir einfach hier ein Design aus und je nachdem, was für ein Design dir gefällt, klickst du dann entsprechend drauf und dann zeigt sie alle Produkte mit dem entsprechenden Design. Das heißt, wenn wir jetzt mal hier die verschiedenen T-Shirts durchgehen, siehst du, also ja, mega coole Designs teilweise. Siehst du auch hier 19 Seiten mit verschiedenen Designs. Das heißt, da geht es schon einiges an Auswahl, was du da entsprechend auswählen kannst. Ziemlich coole Designs, auch bei den Hoodies und so weiter. Da gibt es auch 8 Seiten mit ganzen Designs vor. Dann haben wir Tanktops noch dazu, gibt es auch nochmal 8 Seiten. Und dann auch verschiedene andere Accessoires wie Taschen, Tassen und so weiter und so fort. Das heißt, falls du daran Interesse hast, ich habe dir auch da den Link unten in der Beschreibung verlinkt. Ich verdiene sowohl weder bei der Lotterie was, noch bei diesem DeFi-Chain-Store was. Ich promote diese Community-Projekte primär deshalb. Hey, bei der Lotterie geht ja auch ein kleiner Teil in der DeFi-Donation-Fund und ja, das ist meine persönliche Schwachstelle. Da kann man mich relativ leicht überzeugen, dass ich dann entsprechend sowas auch in meinem Video erwähne. Und bei DeFi-Chain-Store ist es ähnlich. Und zwar ist es ja da so, dass der Josias Bechtel schon unglaublich viel Arbeit geleistet hat, was unseren Merch-Shop und so weiter angeht. Und von daher finde ich es auch nur gerecht, dass ich da so ein Stück weit was zurückgebe und dementsprechend einfach mal auf seinen Shop aufmerksam mache, weil ich finde ehrlich, dass da ziemlich geile Designs mit dabei sind, auch was die Qualität und so weiter angeht. Das sind größtenteils die gleichen Produkte, die wir auch beim Merch-Shop bei uns im DFI-Fund haben. Und da habe ich ja auch schon Produkte hier, die sind wirklich, also Top-Qualität, kann man nicht sagen. Das ist nicht so ein billiger, keine Ahnung, Merch-Shop. Quark, den und keine Ahnung, wo man zweimal wäscht und danach sieht das Logo nicht mehr gut aus, sondern die Qualität ist wirklich top. Also wie gesagt, Links zu beiden Projekten habe ich dir unten in der Beschreibung verlinkt und hoffentlich sehen wir uns bald mal wieder. Mach's gut.